bringt aber echt gar nichts. Baut er seinen Aragorn-Turm immer noch? Der baut ihn da hinten wie so ein Kesselficker ab. Da kommt er her, ich hau dich mit meinem Laserschwert kaputt. Okay. Ich hab geil, dass das mal rein. Sonne hier aussieht. Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Minecraft Masters. Ja, wir befinden uns jetzt hier immer noch in unserer kleinen Stadt. Wir haben immer noch keinen Namen gefunden, oder? Nee. Backdoor. Fafot City. Es wird langsamer Zeit. Fafotzen. Was? Auf jeden Fall. Fafotzenhausen. Ja, City. Da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Fafotzenhausen, Leute. So, ich bin der grüne Mann hier, ich setze Bäume. So, gucken wir mal, was jetzt hier gebaut wird. Der Tobi macht ja mal das Rathaus hier, ne? Ja, ich reiß das Dach gerade wieder ab, weil es scheiße aussieht. Ach so, Tobi. So, Major, der Bürgermeister, wird mir heute mal kurz assistieren hier bei meinem Burgfried. Bäume setzen. Ja, was hast, okay. Was hast du denn? Wichtige Gespräche, wir müssen Gesprächstermine einhalten. Alle Major so, und ich, wir okay. haben da ein wichtiges Meeting übrigens. Ja. Müssen wir mich überlegen, wie wir den Curry den Pimmel absiedeln. Warum? Ja, Steine? Ja, ich bin gerade am Farmen. Am Farmen für uns. Ich hab grad Steine in der Hose. So, könntest du Erde mitbringen, ganz viel? Ich mach das gerade. Ja, Erde brauchen wir hier, ja. Okay. Genau, wir müssen ein bisschen aufteilen, die Rollen, ne? Ja, der Bronzi, ne? Baut er seinen Aragorn-Turm immer noch? Aragorn immer. Aragorn, Alter. Oben am spitzesten Knarre. Ja, klar. Erwittert bis man... Der holt die Aragorn. Tobi, fick dich in deinen Arsch, du Penner. Weißt du, was sind das denn für Töne zwischen Richter und Bürgermeister hier? Das ist aber nicht... Vor das seriöse Unternehmen eigentlich. Richter Knedig, Mann. Wolltest du lass, ich mach was das schon. Knedig? Okay, du machst das. Ich Richter Knedig. Machst einen Burgfried hier. Das, was er verstehen will. Machst einen Burgfried. So, habt ihr Bock auf eine Quizfrage? Voll der Quiz, Jauch, Alter. Voll random, so weißt du. Welcher Jauch, Alter? Hä? So. Dann immer so. Das hört sich gerade an. Und der Major hat jetzt so einen Soundtrack, Alter. Von Armageddon oder was? Was für ein Affen. Und Final. Okay, jetzt kommt die Quizfrage. Ich muss zugeben, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich kam nicht auf die Lösung. 100 Leute haben wir gefragt. Ja, ich kam nicht auf die Lösung. 94%. Und ich muss sagen, ja, also die in den Kommentaren werden sowieso googeln und dann sagen, ja, ich kannte die Lösung. Ja, sag doch jetzt so Knurr. Der Weltrekord. Okay, guck mal. Warte. Sag. Warte. Nee, scheiße, mein Telefon klingelt. Oh, Mensch, der eigene Mutter hat keinen Telefonjoker. Ich hab keinen Strom, Mann. Telefonjoker. Zu schwer, Mann. Hab ich Spitzhacke für mich? Eine Spitzhacke, bitte? Ja, hab ich. Ich brauch Steine, Curry. Ja, ich bin dabei, Tobi, aber ich muss ja für uns beide. Oh, ich geh selbst Steine farmen, Alter. Steine. Das dauert mir bei Curry was zu lange so. Dein scheiß Steine, weißt du? Leg sie in meine Kiste, Mann. Was für eine Kiste? Ich geb dir die jetzt. Ich hab eine Kiste. Ich hab eine Kiste an meinem Bauplatz. Nein, ich hab keine Kiste. Hä? Bronzen geht's wieder um, ey. Ich bin Bronzen mit so einer Pfeife im Mund vor, so, weißt du? Ich stell mir Bronzen immer vor, dass er so mit dem Rücken zu hinsitzt, weißt du? Und dann dreht er sich um, ja? Guckt auf den Bildschirm so. Oh, das Schofford ist ab sofort umzingelt. Tobi? Was, Kevin? Tobi, was denn? Tobi, deine Steine sind da. Ja, mich Mensch, was ist los da? Richter gehauen. Nein, ich wollte dich nur mal aufmerksam darauf machen, dass deine Steine da sind. Wo sind die? Dass sie nachher in deiner Kiste, wie du es haben wolltest. Oh, was ist denn hier los? Kevin, du weißt, was ich will. Du weißt, was Darf ich denn eine Spitzhacke haben, Sascha? Hier, ich habe eine. Wenn du mir Eisen... Ja. Was ist denn das? Warte, Curry, guck mal, ich mach dir sogar Spitzhacke. Ach, der Melcher ist auch wieder eine Stadt.
Ich höre da so eine Explosion. So. Ey, es freut mich, Mann. Tobi, Curry, ich kann dir doch keine Spielzeug. Guck mal mit. Ey, es willst du mich verarschen? Guck mal mit. Komm mit jetzt, Mann. Warte, ich hab Eisen, Tobi. Ich hab auch Eisen. Aber ich kann das einbrennen. Ich hab das schon eingebrannt, Mann. Voll gut. Voll nicht gut. Abgesegnet von Lennos Nase, so. Was zum Teufel, Mann? Der Lenno, das ist ein Stroller, Mann, Alter. Ich weiß auch nicht. Was? Wo bist du denn? Curry, ich bin gerade bei uns zu Hause und schmelze das Eisen an. Kein Zuhause, Mann. Doch, das ist unser Zuhause. Boah. Der Tobi geht immer vom Schrottplatz Fernseher verkaufen. Was ist das? Boah, ey. Ich hab ohne Scheiß. Was ist los mit dir, ey? Umso länger wir wieder aufnehmen, umso schlimmer wird das. Ich hab mir das gerade vorgestellt, als ich den Tobi hatte. Boah, der Fernseher haben immer. Hast gemerkt, Curry, ne? Hast gemerkt, ne? Hä? Was denn? Du musstest lachen. Der Curry immer so absichtlich lacht, weil er denkt dann so, weißt du, was ich meine da? Ja, was denn? So Mitleidslachen oder was? Ne? Ja, du wieder. Was denn? Mitleidslachen, ne? was ist los da schon? Pass auf, irgendwann töte ich dich, ey. Mich? Nicht in Minecraft. Ja, komm daher, Mann. Oh. Ich hau dich mit meinem Laserschwert kaputt. Was willst du, Mann? Was willst du? Komm her. Mit seinem Star Wars Replika. Was willst du von mir, Mann? Das ist mal scheiße hier, Mann. Noch komm her, Curry. Was willst du von mir, Mann? Kennt ihr dieses legendäre Video von diesem dicken Jungen, der Star Wars da so? Genau so stelle ich mir Dennis gerade vor, ey. Ja, Mann, Alter. Warte. Warte. Jetzt kommt sein Laserschwert. Boah, das ist immer so ein Reißverschluss. Ja, Mann. Ich hab nichts gehört. voll los. Ich hab mal das nicht. Sag mal ruhig. Warte, hier, jetzt hör. Hört man das nicht? Voll der Spaß hier. Dein Laserschwert oder was? So weit sind wir schon gekommen, ja. So voll verschlafen. Wie der Tobi innerlich selber ein Laserschwert haben will. Was? Ich hab einen Sternzerstörer, Mann. Was ist los mit dir? Okay, wir machen so. Ich hab auch einen Sternzerstörer. Ich bin auf Star Wars. Ja, ich hab ein Laserschwert, Mann. Wir machen so, jeder, der die Antwort für die Quizfrage hat, kriegt ein Laserschwert. Ja, hau doch mal raus da, jetzt komm. Er fängt immer noch mit seiner Quizfrage an. Ja, hallo. Hobby Günther, ja. Damit wir jetzt wenigstens was zu tun haben. Hallo. Komm, Thomas Gottschalk, komm raus. Okay. Was war das denn für ein Error, Alter? Frau, ne? Frau? Achso. Jetzt! Go. Ja, hallo. Das ist wegen Frauen, oder? Frauen dürfen montags, dienstags, mittwochs lügen. Okay? Und Männer dürfen Donnerstag, Freitags und Samstags lügen. Monopoly. Der war gut, Alter. Leno hat schon Webbrowser nebenbei, weißt du? Nein, Leno so gleich. Monopoly! Ja, weiter? Er beflutet. Nee, okay, warte. Nee, pass auf. Ihr habt's mitbekommen. Na, also Montag, Dienstag, Mittwoch dürfen Frauen lügen. Was ist dann? Und Donnerstag, Freitag, Samstag dürfen Männer lügen. Und Sonntag darf keiner. So. Nee, dann sagt jeder. Dann sagt die Frau, ich habe gestern gelogen. Und der Mann sagt, ich auch. Und welchen Tag haben wir? Aber ehrlich weiß ich nicht, aber wenn die Frau gelogen hat, wird sie erstmal auf die Fresse kriegen, Mann. Heute ist Freitag. Alter. Was kommt? Nee, Buster, nee, Alter. Die dürfen ja. Nee, Tobi, die dürfen ja lügen. Ja, Tobi ist übrigens der nächste Bachelor, wollte ich noch gesagt haben. Ah, wow, okay, wir Bachelor, kommen auf keine weißt Antwort. Intelligenzquote hier im Raum liegt bei 10.000. Braucht keine Intelligenz, Mann, ich bin YouTuber. 20 Meter, Mann. Das, ich muss zugeben, ich kannte die Antwort direkt auch nicht, muss ich sagen. Ja, aber sag nochmal die Tage, bitte. Direkt auch nicht. Frauen dürfen Montag, Dienstag, Mittwochs lügen. Montags, dürfen, Dienstags, Mittwochs lügen. Ja, die ersten drei Tage der Woche und die Männer die nächsten drei Tage der Woche und Sonntag bleibt weg. Also darf keiner. Ja. Samstag. Welchen Tag? Nein, nee, wenn die Frau sagt, ich habe gestern gelogen. Ja. Schön, welchen Dennis. Tag haben wir heute? Donnerstag. Ey. Der weiß jetzt sowas von. Der wusste nein, das schon. Sascha. Das ist doch klar. Ja, das ist die Frage. Nein, ich kenne die Frage nicht. Pass mal auf, nicht. Taros, das ist nicht klar. Nicht. Das war eine Finalfrage bei einer Dings hier, Intelligenzshow. Ja, das wird... Sascha, das wird dich wieder jahrelang verfolgen, dass du es gegoogelt hast. Nee, pass mal auf. Kannst du es mal erklären? Es gibt keine, ich kenne die richtige Antwort nicht, aber Donnerstag sagen viele, weil es am logischsten erscheint. Ja, und ist es auch. Weil die Frau das an einem Donnerstag sagt und sie da nicht lügen darf, sie es aber an einem Donnerstag sagt, also lügt sie und der Mann sagt ihr die Wahrheit, dass er lügen darf am Donnerstag. Nee, also die Antwort meinst du so, ne? Die Frau sagt ja, ich habe gestern gelogen. Mittwoch also, heute. Darf sie ja lügen, ne? Ja, oder so, ja, genau. Genau, und der Mann sagt die Wahrheit, ich auch, und lügt ja Donnerstag, ne? So meinst du das? Ja, also ich denke schon.
Alter, krass. Also, perfekt, wenn du jetzt keinen Google benutzt hast, Sascha, nee, dann... Ab sofort macht Major nur noch Let's Plays mit Sascha. Minecraft. Nee, das war... Wir haben gestern, ich habe Bronze die Frage gestellt, Bronze meinte Dienstag erstmal und dann haben wir uns gedacht, ah, Donnerstag doch sinnvoller. Bronze, ja. Die anderen hier gerade im Raum... Ich hab Donnerstag gesagt, mein Esel. Gerade überhaupt auf? Ich, ja. Schade, Mann. Hätten die anderen aufgenommen, halt irgendein anderer, hättet ihr gesehen, wie nach der Frage so... Google also das Gesicht also auf einmal so. Ja, aber krass, also Sascha, Respekt. Ich bin damals in der Realschule sitzen geblieben. Ja, bestimmt jetzt in den Kommentaren. Ja, bestimmt in den Kommentaren auch. Voll die einfache Frage, Mann, wusste ich schon mit zwei. Ich hab diese Frage. Nein, Mensch, die Antwort ist, ich wusste die Antwort schon zweimal, bevor du wusstest. Nee, bevor du das vorgelesen hast, ne? Ja, genau. Du hast kein Recht, Major. Frage ist anders. Geile. Du hast kein Recht. Aber krass, Sascha, Alter. Dein Kopf arbeitet ja doch. Ja, aber das... Wie kann man das GUI ausmachen? Ja, danke. Mit der Leidensbronze. Ja, danke, hab ich schon. Der Bronze. Bronze, was sagst du denn dazu? Ja. Ich sag dazu nichts. Ne? Ja, ist doch gut, ey. Ja, ich meine, der Sascha hat sich ein Lob verdient, also. Ja, Sascha, gut, du dem ein Leckerchen zuwirfst. Aber ich glaube, der Major, ich kenne den Major, der Major macht das jetzt, der will den einfach nur locken, den Taros. Nee, weil Taros, ich habe keine bösen negativen Gedanken gerade, aber nein, die Antwort krass. Kam überraschend schnell so und dann von einem, von dem ich das nicht erwartet habe, ohne Homo. Oh. Also du meinst so ein Holzkopf. Was für eine Homo, Mann. Ja, also ein Homo. Also nicht, eine Homo ist in dem Sinne so gemeint, dass dir nicht zu nahe treten, weißt du? Boah, wer jetzt in Schafford fällt in Zukunft, ne? Boah. Ja, aber die Antwort kam überraschend schnell. Ja. Tobi, was sagst du? Hi. Hallo. Ah! Ich weiß die Antwort, Donnerstag. Alter. Ja, bei Benno ist echt die Hast Antwort, du noch so ein Ding? Ich finde das lustig. Brauch was zu essen. Brauch Steine-Curry. Ja, komm sofort. Hey, ich hab dir doch gerade welche gegeben, Mann. Die sind jetzt für mich. Steine, Mann. Ja, geh dir deine eigenen. Ja, ich esse gerade Lachs. Alles klar, Curry. Curry, da fällt mir gerade was ein. Ich habe so eine Mini-Quiz-Frage am Start, ne? Hört mal genau zu. Eine E-Lok fährt von Westen nach Osten. In welche Richtung hängt der Dings, Mann? Ja, guck mal, er verrät mal so aussprechen, Mann, weißt du? Kein Dampf. Ja, die anderen wollten vielleicht auch mal, weißt du? Danke, Dennis. Ich bin der Wurzel. Dennis vermieselt wieder alles. Wieder ausgerastet. Wurzel. Okay, ich habe auch eine Frage. Ja, Wurzel, ja? Was hast du gesagt? Bronze ist voll down jetzt, Mann. Bronze, ich habe auch eine Frage für dich, okay? Leute, pssst. Leute, für mich der Bronze darf nur diese Frage beantworten, nur alleine. Okay. Nein, okay. Mann, alle Jungs. Nein, nur du, Bronze. Ja los, Mann, ey. Okay. Hey. Bronze, wo nimmt eine Frau am liebsten gern ab? Ja, bei mir. Was ist mit dem Curry los? Am liebsten ab. Ja, wo nimmt eine Frau am liebsten ab? So am Bauch rum. Am Konto, Alter. Gin. Was? Beim Gin? Nein, Mann. Beim Saiyajin oder was? Wer hat ein Konto gesagt, Alter? Konto. Könnt ihr jetzt mal antworten, ihr Holzköppe? Konto ist falsch, ihr alten Ja, Kinn, Mann. Die wollen doch kein Doppelkinn. Das stimmt. Boah, da muss man Curry sagen, müsste Curry seine Mutter traumatisiert sein. Oh. Dislikes, Alter. Oh, oh, oh. Bei Bronze. Scheiße. Nein. Nein. Das ist jetzt überleg mal. Eine Fangfrage wahrscheinlich, keine Ahnung. Hat bestimmt nichts irgendwie Sinnvolles, sag ich mal, dahinter. Oh. Na doch, gar klar. Nicht. Doch. Tatsache. Auch. Nee, ratet mal hier, komm. Selbstvertrauen. Nee. Am Stepper. Genitalien? Nee. Aber das ist wirklich so eine Verarschfrage, ne? Hat jetzt nichts nee. Mit. Oder? Genitalien? Nee. Rektalien? Nee. Körper? Nee. Ja. Ja. Sag mal, interessiert mich jetzt. Ja, überlegt. Hirnmasse. Oh. Das ist bestimmt wieder so eine Fangfrage. Erzähl mir doch keinen. Das ist auch. Ach, schön. Weißt du, jetzt freut er sich vor den Ast. Wenn Dennis die Antwort kennt, dann kann es ja nicht so schwer sein. Deine Mutter ist scheiße. Sorry, Mann. Ich genauso. Weißt du, den Major, ne? Ja, Tobi, Dennis, du weißt ganz genau, dass du bist sowieso ein richtiger Cocker, ne? Also ganz ehrlich. Cocker. Weißt du, dass das Spaß ist, Mann? Der Cocker-Spaniel. Phil Collins, Mann. Tobi Phil Collins, Alter. Tobi Collins, Mann. Nein, jetzt überleg doch mal. Paradise. Wo nimmt eine Frau am liebsten ab?
Am liebsten. Telefon. Am Telefon. Bronz hat gegoogelt, Alter, ich wurde eingebaut, Mann. Ist am Telefon, oder? Ich nehme gerade auf, aber ich google auf jeden Fall. Ja, das ist am Smartphone, Mann. Wo du es jetzt so betont hast, dann ist es eigentlich relativ easy. Aber ich habe natürlich auch gegoogelt. Ich wäre trotzdem niemals draufgekommen. Ja, ist aber doch eine Fangfrage gewesen, Mann. Mach mal, ernsthaft, lass mal nächste, Leno? Nee, Dennis, lass mal nächste Folge Black Stories machen, Mann. Oh ja. Ja, mit Leno bestimmt nicht, dem Gammler. Alter. Ja, Leno ist ausgeschieden. Was ist denn für Black Stories? Was ist das denn? Ich bin da voll out drin, Mann. Was, du kennst es nicht? Nee. Ich kenn's auch nicht vorher. Ja, aber Black Stories macht Spaß, ohne Witz. Halt Fragen stellen, alle sagen ja. Ich hab keine Ahnung, wie man Fragen macht. Okay, komm, ich hab ein Dings. Aber Major und Dings, wir haben das schon mal gemacht, okay? Das ist nur für Tobi jetzt. Exklusive Tobi-Version. Ich weiß ja nicht mal, was man da macht. Also, Tobi, pass auf, ich erkläre dir das ganz kurz. Ja, natürlich habe ich Fragen gestellt. Ja, ist doch egal jetzt. Pass auf, Tobi, ich erkläre dir ganz kurz, was du machen musst. Also, das Ding ist, ja, Monopoly. Das Ding ist, du musst... Also ich sag dir einen Begriff, ja, ich sag dir eine kleine Story und du musst erraten, wie das passiert ist. Du musst mich halt Sachen fragen, ja. Aber ich darf nur mit Ja und Nein antworten. Ach so, Sachen, ja, das kenne ich ja doch. Ja, kannst du nochmal vorlesen? Ne, ich hab das im Kopf, weil das so schwierig damals war, habe ich es noch Im Kopf. Okay, mach nochmal. Also, aber ihr dürft nichts sagen, ne, ihr haltet euch alle da raus. Okay. So kenne ich Tobi. Das schon. Ja, Tobi, pass auf. Ist ein Mann. Willst du mich heran? Ne? Ja. Der geht, sag mal ruhig, der hat ein kleines Säckchen. Also nicht sein Sack. Leute, der Tobi muss genau zuhören. Der hat ein kleines Säckchen, ja, in der Hand. Ne? Danach sind zwei tot. So, also was ist jetzt passiert? Hä, was? Der hat einen kleinen Sack in der Hand und zwei. Ja, der geht, also der geht in eine Bar rein. Leno googelt schon. Der geht in eine Bar rein, hat einen kleinen Sack in der Hand. Ne? Ja, du googelst. Ah. Und dann, was war das denn, Alter? Major ist gerade ein Lichtlein aufgegangen. So, pass auf, der geht in die Bar und hat einen kleinen Sack dabei. Ja, so ein kleines Säckchen. Da ist halt irgendwas drin. Oh. Danach sind zwei. Danach ist zwei. Hört auf, Alter, wie pubertär seid ihr manchmal, ihr Schwuchteln, ganz ehrlich. So, und danach. Und danach sind zwei Menschen tot. Tobi. Ja, keine aber entscheidend ist schon, dass er in eine Bar geht und einen Sack in der Hand hat. Und dann, was lacht ihr? Was oh Gott, die lachen jedes Mal bei Sack, Alter. Ganz ehrlich. Oh, Sack, oh, Penis. Ich finde das nur geil, weil wir das nicht wiederholen. Ja, eben, so betonen. Und dann sind zwei Leute tot, genau. Ja. Geht in eine Bar rein und hat einen Sack in der Hand. Da stellst du einfach Fragen jetzt, ist das und das passiert. Das ist der legendäre Sackmörder. Muss mir erstmal eine Frage ausdenken, die logisch sein könnte. Warte mal. Kann ich in der Leiter bauen, Leute? Hat er eine Waffe in dem Sack? Hat er die direkt körperlich oder nein. So? Daraus, du kannst Leiter Curry, bauen. Könntest du mal ein paar Sachen droppen, ganz kurz? So 10 Steine nur noch? Weiß ja. Nicht. Hier, 10 Steine. Curry! Oh, Ich versuch dir eine zu bauen, Bronze. Hier, warte. Also, Tobi, ich gebe dir mal einen Tipp. Du musst sowas wie fragen, wie zum Beispiel: war der Sack giftig? Wie groß war der Sack? Also, war der Sack groß? Solche Sachen halt, weißt du? Ich war gerade die Blumi-Version von Tobi. Nee, guck mal, Dennis, das ist eine schwierige Aufgabe. Ich habe eine einfachere. Nein, lass doch machen, ist doch gut. Lass erstmal gucken, ob der Tobi vielleicht draufkommt. Anstieg ist das mega schwer. Ja, warte doch einfach, lass ihn doch mal überlegen. Vielleicht kommt er ja drauf. Ja, genau. Ja, genau. War der Mann Spitze? War der? Was? Spitze. Spitze? Ja. Nee. Komm, hat er sie erschossen? Nein. Denk an den kleinen roten. Okay, der Sack ist übrigens rot. Denk an den kleinen roten Sack. Das habe ich auch gesagt, dass der Sack klein war. So, mehr Tipps kriegst du jetzt aber nicht. War da Gift drin? Nein. Guck mal, hier macht der Spinne immer wieder Curry. Ich hab die synchronisiert. Ich zu kurieren, ey. Alter, Dori, das ist ein süßes Schnückelchen. Hey, was ist denn das? Das sag ich dir, du. Herr Bronze, ne? Willst du mal ganz kurz den Lüge anschauen? War da eine Schlange drin? Nee, war eine kleine Sache. Was? Ja. Oder der Leno immer noch bei Sack lachen muss, ey. Das ist. Na, was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Leno, was ist denn mit dir? Das ist eine Schlange im Sack. Mann. Darüber muss ich aber auch laden. Jo, oh, Alter, danke, Mann. Wie viel brauchst du denn? Ich glaube, das müsste reichen. Warte mal. Soll ich mitkommen? Darf mitkommen. Ja, okay. Guck mal. War der Sack Grund dafür, dass die Männer tot waren? Ja.
Ja, hier oben ist noch ein bisschen Baustelle, ne? Hier ist noch absolut alles offen und so, aber hier brauche ich dann eine Leiter hoch, weil es ist, um oben auf den Turm nochmal raufzugehen halt. Warte mal. Wie alt waren die Männer? Ach, den darfst du ja nicht sagen, ne? Darfst du ja nur ja oder nein sagen. Nee. Waren die Männer? Nein. 12. War in dem Sack ein Tier? Nein. War in dem Sack Schießpulver? Nein. Ach cool. Dann habe ich aber auch irgendwie gedacht. Aber du bist nah dran, Tobi. Was? War in dem Sack Messer? Nein. Du bist nah dran gewesen, Tobi. Mit Schießpulver war ich nah dran? Hm? Aber was, ich gibt, also ich, wir machen das jetzt nicht so streng, aber aus was steht denn, besteht denn Schießpulver? Also was ist das für eine Substanz? Boah, wow, weiß ich doch nicht, keine Ahnung. Ja, was ist das denn für eine Substanz? Schwarzpulver, ne? Ja, Schwarzpulver. Nee, oder was? Das meine ich nicht. Ich meine, so, Schwefel? Was für eine Substanz ist das? Also Puder. Ja, Puder, ja, so Körnig. Also der Tipp ist von mir, es war etwas sehr Kleingeriebenes, wann die gestorben sind. Ah, doch, das habe ich schon mal. Kann ich helfen? Naja, mach ruhig. Nein. Ich will direkt die Lösung geben. Bei dem Sack Koks? Nein. Haben die einfach einen Sack Koks gegönnt? Ja, was soll da sonst? Was können. Hä, was soll da sonst tödliches nur sein? Guck mal, die sind in der Bar. Das ist entscheidend, habe ich ja gesagt. Was macht man in der Bar? Saufen? Ja. Ah. Ja. Wahrscheinlich irgendwie so ein. So ja. Doch Gift drin oder was? Nein. Ein Sack Gift. Bier. Ja, Gift, wo tut man denn Gift rein, Tobi? Jetzt Glas von den Typen, oder nicht? Genau, aber was kann man noch reintun vielleicht? Nicht unbedingt Gift? Keine Ahnung. Ich hab noch niemanden vergiftet, Mann. Vielleicht solche Splitter? Wird mal Zeit, ey. Splitter? Nenno hat schon gegoogelt. Also, ich hab's auf. Ja gesagt, ich kenn das ja. Ich löse das mal auf, sonst ist das waren auch diese Glasscherben, ne? Genau, in dem Säckchen war ein Glas, geriebenes Glas. What the fuck? Und das hat das habe ich schon mal gehört. Ja, weil wir das schon mal gespielt haben. Ja, wir haben das gespielt. Ach so. Aber Dennis, ich habe was, was noch keiner kennt und ihr könnt euch alle dran beteiligen. Ja, guck mal, was da denn braten? Okay. Kommt ein Mann an einem Fenster vorbei und das ist tot. Das hatten wir doch schon. Ja, ihr hattet das, aber nicht die anderen. Ach so. Ich weiß das Ergebnis, soll ich sagen? Was? Der Mann wird von irgendwas erschlagen. Kann das sein? Nope. Nein. Nee. Was nochmal? Ich hab's jetzt gar nicht. Herzinfarkt. Ein Mann kommt an einem Fenster vorbei und ist tot. Warum? Doch, das hatten wir definitiv. Nein, ja, das ist bei Dennis und Tobi und bei Bronze eben. Und die hatten das vielleicht, ist das vielleicht irgendwie so, keine Ahnung, was weiß ich, der war in einem ein Stein brauche ich noch, Sascha. Hast du einen Stein dabei? Ja. So einem Dingens hier, wie heißt das? Dankeschön. Alter, du kotzt Steine, Mann. Okay. So einem Labor, also wo kommt man, wie heißt das denn, wo man hinkommt, wenn man tot ist? Nee. Krematorium. Ja, war ja in einem Observatorium. Nee. Voll, nee. Nein. Okay. Hey Sascha, wo hast du den Stein hingetan? Vielleicht bei einer Feuerverbrennung? Gekotzt. War er bei einer Feuerverbrennung? Nein. War der Mann schon tot, als er an diesem Fenster oder war der oder nee. Hat nein. er noch gelebt? Nein. Oh, gute Frage, tot. Alter. Entscheidende Frage. Was hat der Tobi gesagt? Oh. Das habe ich auch gefragt damals, weiß ich noch. Ob der schon tot war? Als er an einem Fenster vorbeikommt. Nein, er ist also danach gestorben. Aha. Okay. Das bringt mich. Oh, meine Nippel jucken gerade voll. Das ist so simpel. Ja, gute Frage. Deine Nippel? Das ist so simpel, Mann. Was für Nippel? Der sagt da, meine Nippel jucken gerade. Ich brauche einen Stein, Curry. Hier, ich habe einen Stein. Ich brauche nur zwei 64. Steine. Mach nur drei. Also, Curry, die Mauer muss aber noch fertig werden hier, ne? Guck mal, wie viele Steine das sind, Mann. Curry hat auch nie Steine dabei, wenn ich ihn frage, weißt du? Curry kommt doch aus der Steinzeit, Mann. Also, ganz kurze Information. Das Schafott ist offiziell jetzt fertig geworden. Ich habe da mal ein bisschen dran gewerkelt, weil die Arbeit von Bronze war eher gewöhnungsbedürftig. Ja. Ja. Ich muss mich auch um andere Dinge kümmern als Baumeister. Ja, also ich habe hier echt so viel zu tun. Und kommt an seinem Fenster vorbei und ist tot. Ach, stimmt. Ja, das war's. Ach, ja, klar, Alter. Wie, Das ist voll unspektakulär und schnell aufgelöst, anstatt einfach nochmal zu fragen. Voll Major, super. Ja, das die waren alle schon. Hast du den Spannungsbogen gerade einmal mal voll dicht? Hallo, danke, stört. Dislike, hallo. Das, was ich damals gedacht habe, ist, dass er vom Sniper abgeschossen wurde. Lenno, da immer über drei wieder, weißt du? Die pure Lenno-Eskalation wieder. Sniper, Alter. Ja, das Schaffer sieht doch geil aus. Man muss eigentlich noch in einer anderen Richtung die Treppe runterbauen. Trag den Satz einfach voll nochmal vor, sagt er. Nee, Dennis, das ist aber gut, dass du es eben zu Ende baust. Ja, das ist gut. Ja, das wird mal Zeit. Aber geil, dass es mit der Sonne hier aussieht. So zwischendurch leuchtet. Ja, sag mal, das Völkchen neigt sich doch langsam am Ende zu, oder? Ja. Warte mal, Major, sieht man das von unten hier, das mit der Spitze so?
Der Bombe wieder. Was machst du so, da eigentlich, wir wissen, ne? Tobi, komm mal kurz special, zu uns, Tobi. Special. Speziell. Ich bin hier gerade noch am Tun. Der baut da hinten wie so ein Kesselficker ab. Auf. Sieht doch gut aus hier. Warte mal, von oben sieht das gut aus, aber... Hm. Kesselflicker meine ich natürlich. Aber unser, ich mag unser kleines Häuschen sehr. Ha, schön. Außer diesen komischen Turm, der da steht, aber sonst... Ey, du musst ihn noch lieben lernen. Also ich mag Bronze ja sehr, ne? Aber der Turm, also ich... Wie gesagt, den Masken hätte ich da persönlich auch nicht drauf gebaut. Der ist noch nicht fertig, Mann. Der ist noch nicht fertig. Da fehlen noch die Stützen, Alter. Da fehlen noch die Stützen, Dennis. Das kommt ja, noch alles. Ja, deswegen sage ich ja, ich bin gespannt, wie das am Ende aussieht. Ja. Ja, cool, ey. Ja, mal geil. Danke, ey. Ja, wird noch, Freunde. Ja, zeig mal hier das Schafott. Ja, das ist super, Dennis. Oh, sorry, das wollte ich eigentlich auch noch zu Ende bauen, aber ja, irgendwie ich dazu nicht mehr gekommen, ey. Deswegen, bin echt stolz auf dich, Mann. Wer hat denn jetzt, was ist denn das hier jetzt? Was Dennis, ist denn jetzt los hier? Wir müssen auch mal im Regen. Ja. Eben, außerdem ist die Folge eh jetzt vorbei. Versteht ihr mich noch? Ja, nee, das sieht man noch nicht von unten. Das muss noch ein bisschen höher alles, ey. Noch höher? Noch höher? Nein, die Spitze. Ich baue da oben eine Spitze. Das sieht dann cool aus. Sieht aber aus wie ein Pimmel. Was laberst du, Mann? Da ist es so. Ja, wo siehst du da einen Pimmel, Alter? Ja, echt, Mann, ohne Scheiße. Ich glaube, Curry, sein Pimmel ist so voll dünn, ja, und auf einmal so ein dicker Klotz am so Schluss. So meiner genauso aus, jetzt, weil ich finde, das sieht so ein bisschen von der Form aus her wie ein Pimmel. Ja, Curry arbeitet übrigens auch jeden zweiten Tag auf der Baustelle als Abrissbirne mit seinem Ding, ganz ehrlich. Curry's Pimmel zeigt immer. Ja, ich würde sagen, das war es aber von dieser Episode. Und Major, sein Pimmel zeigt immer Richtung Osten. Was für Pimmel? Alter, du bist so ein Arsch. Wack, wack. Der breitet sich raus. Alter. Ich musste so lachen wie der Tobi gerade so Walla Wakba. Nee, ich hab nur Wakba gesagt. Achso. Nee, den Rest ich hab, Mann, ey, wieder voll Walla verstanden. Du hast gesagt Kevin Akbar, oder so? Ja. Okay, das war's von dieser Episode, ne? Ja, Freunde, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Episode. Ja, schau wieder rein, wenn es heißt MC Masters. Das freut sich schon wieder los, Alter. Also macht man das heutzutage, ne? Aber ganz kurz, die nächste Folge wieder bei mir und Tobi und dann die erste Episode bei Mahega! Major ist nur ein Backstory mit Leno Cheats.